So Leute, da bin ich wieder und ja, ich musste gerade den Part hier nochmal anfangen. Es ist nicht schlimm, ich war nicht sehr weit gekommen, aber ich habe dann geguckt und ich habe festgestellt, ich habe gar keine Audiodatei aufgenommen, weil er das irgendwie nicht richtig gespeichert hat. Gut, da können wir erstmal deaktivieren, denn wir haben hier keinen Empfang oder Körben hat keinen Empfang von uns. So, wir stehen hier immer noch auf Minmus. Die Dinger sind leer. Die werden wir auch gleich abkoppeln. Nein, die nicht. Sondern den. Und den. Und ich mach so, ich pack noch hier eine Leerstage dazwischen. Ich weiß zwar, auf welche Stage er ist, aber manchmal kommt das Programm damit hier nicht ganz so klar. So, Energie. Gewinnen wir Energie? Genau. Also auf jeden Fall. Bei uns weit genug drin stehen wir irgendwann hier. Da müssten wir eigentlich. Aber ist egal, das wollen wir jetzt nicht. Wir müssten erstmal gucken. Okay, das trifft sich gut. Ich würde nämlich noch probieren, um unsere Mission auch ein bisschen Geld einbringender zu sein. Gehen wir jetzt noch zum Mond. Gleich hinten ran. Life Support haben wir noch bei. Diesen Mod, ich habe noch einen Mod dazugefügt. Ich fange jetzt erstmal einfach mal an hier und mach was. So, das waren die leeren Tanks. Und wir müssen uns jetzt ausrichten auf. Muss kurz gucken. 90 Grad, glaube ich. Denn wir wollen ja wieder in einem Orbit, der so rum ist, eigentlich landen. Da werden wir dann mal gucken, wie wir das jetzt nun schaffen. Erstmal ein bisschen mehr Zunder hier geben. Wenn sich gerade ist nicht ganz das Richtige. Nein, das ist auch nicht das Richtige. Da sind, glaube ich, die Tanks gerade unten angekommen. So müsste ich hier, glaube ich, brennen. Noch sind wir hoch genug. Steigen auch noch nach oben. So, na dann gucken wir mal. Ups, da ich gerade ein bisschen, glaube ich, Fehler gemacht. So, aber bevor wir hier komplett weg sind, würde ich hier nochmal Mystery Goo mitnehmen. Space near Minmus. Richtig, jetzt sollten wir nämlich alle gefüllt haben. Die können, glaube ich, nochmal, ups, Crew Report machen. Okay, nein, dann nicht. Das heißt, okay, wir drehen uns schon mal in die richtige Richtung vom Mond. Also so schlimm war das nicht. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist unsere Apoapsis und Periapsis ein bisschen anpassen. So, das heißt Manöver planen, weil wir sagten, ein bisschen müssen wir ja auch dafür sorgen. Nein, hier. Wieso lässt er mich hier die Dings nicht bearbeiten? Müssen wir auch dafür sorgen, dass unser Space-Programm rentabel ist. Das heißt, wir können da nicht einfach mal irgendwie mal drauf losfliegen, wie wir es eigentlich gemacht haben. Das war eigentlich nicht gut, denn Minmus ist eventuell auch noch irgendwann eine Mission. Das heißt, wir müssen jetzt, um unsere Raketenkosten wieder reinzukriegen, müssen wir jetzt auch noch umspringen auf den Mond. Weil da kriegen wir unser Geld, wenn wir da hier diesen Contract
From space around the moon, land on the moon, transmit or science data from surface of moon. Das können wir alles machen. Wir haben zwar jetzt für den Mond nicht mehr unsere Kapseln, wo wir Science kriegen, aber wir haben ja unseren Körbel, der kann da auch noch ein paar Sachen mitnehmen. Und zum Mond werden wir auch nicht das letzte Mal fliegen. Deswegen werden wir da mal gucken. Okay, na guckt. So, 29 Sekunden brauchen wir. Wir müssen auch nur sehr wenig unseren Kurs anpassen. Okay. Noch bin ich eine Stunde entfernt. Paar Minuten, erstmal saven, schon mal ausrichten. Hier ist ja zum Glück, dass er uns hin zeigt, worauf. Na klar, Orbit kleiner drehen, hätten wir auch gleich. Haben wir ja nichts anderes gemacht. So, dann können wir noch mal ein paar Minuten kurz. Das heißt, 29 die Hälfte ungefähr. 15 circa, nehmen wir mal. Fangen wir dann an, hier zu brennen. So, das Manöver kann ich schon mal weg. Ich wollte nicht ein neues erstellen. Oh, wir haben sie sogar verbessert, unsere Periapsis. Ich quicksave mal kurz. Nee, jetzt würde sie nur noch weiter rankommen. Ich will mal probieren, ob ich, wenn ich Prograde brenne, wieder noch Periapsis ein Stück runterkriege. Und wenn ja, wie weit? Ah, ich glaube, das ist schon ein bisschen zu dicht dran. Obwohl 16.000 geht, glaube ich, auch noch. Erstmal quicksaven, falls wieder irgendwie ich ans Telefon renne und diesmal vergesse, oder wieder mal vergesse, dann die Escape-Taste zu drücken. Das ist dann natürlich nicht so dufte. So, da wir natürlich weit außen waren, nimmt jetzt unsere Geschwindigkeit wieder zu, weil wir jetzt weiter reinkommen. Und wie gesagt, je weiter drin wir sind, desto schneller ist natürlich unsere Geschwindigkeit. Weil, na, wie soll man es erklären? Wenn du weit außen bist, brauchst du auch wenig Geschwindigkeit, dich in einem Orbit zu halten. Deswegen, weil du das dann wieder näher dran bist am Ziel und dadurch die Strecke, die hier entsteht, immer kleiner wird und dadurch rotierst du immer schneller und immer schneller und immer schneller. Dadurch nimmt auch deine Geschwindigkeit zu. Ich weiß, ich kann ganz schlecht erklären. Aber ey, ich probiere es immerhin. So, wir können nun den Mond schon sehen, da unten. Und mit dem werden wir gleich. Oh, ich habe gerade gedacht, ich habe nur noch 17,5 Fuel, aber nein, das ist was anderes. So, jetzt sollten wir eigentlich hier genau im Bereich sein. Die Periapsis scheint auch gut zu sein. Ja, der Orbit, der ist nicht ganz so schlecht. Lass mal kurz quicksaven. Bevor was ist, erstmal gucken, ob wir Empfang haben. Ah, noch haben wir, glaube ich, keinen. Genau, es liegt noch auf der anderen Seite. Das heißt, wir werden unseren Orbit erstmal anpassen. Die Engine sollte das eigentlich so schaffen. Wie gesagt, mit Time Warp muss man aufpassen, da wir immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer schneller werden. Das habe ich mit Absicht so oft gesagt, weil es auch so schnell zunimmt. Da muss man dann schon manchmal gucken. So, hier hat uns der Time Warp runtergestuft. Wenn man mit zu schnellem Time Warp ankommt, kann es auch manchmal passieren, dass er da falsch berechnet und dem Time Warp nicht runtersetzt, sondern man einfach durch den Körper durch im Prinzip warpt, wenn es nicht wirklich warpen ist.
So, jetzt bringen wir unseren Orbit, den wir hier so hatten, auf den gleichen Orbit, den wir da jetzt haben. Und jetzt haben wir ungefähr den gleichen Orbit, dadurch haben wir jetzt den Orbit um diesen Körper. So, wir müssen natürlich aufpassen, da wir hier jetzt sind, bringen wir das natürlich auch schon immer ein Stück runter. Das war da nicht zu weit. Muss man ein bisschen mehr Gas geben. Das Ding kann ruhig zunehmen, deswegen bin ich ein bisschen auf dem orangenen Bereich, weil die soll ja eigentlich hier runter, nicht die Periapsis. So, jetzt gebe ich natürlich hier noch Schub, dass die wieder rankommt. Das heißt, ich muss noch hier mal ein bisschen, dass sie nach vorne ist, weil wenn ich hier nach hier gehe, dann wird sie kleiner. Wenn ich nach hier gehe, sollte sie eigentlich. Och, okay, wird auch noch kleiner, weil wir jetzt über den gewissen Punkt hinüber sind. Okay. 15 und 20 passt erstmal, wir brauchen keinen. Wie sagt man? Zirkulären Orbit. Und das mit dem Daten hier, da werden wir jetzt erstmal uns wieder auf Mission Control ausrichten. Zur Sonne stehen wir ja schon. Halbwegs. So. Activate. Mission Control sind wir schon ausgerichtet, haben sogar schon Empfang. Oder Connection. Das heißt, wir können unsere Review Report können wir hier schon mal mit 100%. Crew Reports sind immer mit 100%, die können wir schon mal senden. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier einen Crew Report machen und erstmal senden. Wie gesagt, wir kriegen ja 100% gesendet, das heißt, es gehen auch keine Daten verloren. Das ist schon mal schön. So, die werden wir nicht senden. Das wäre zu verschwenderisch. So, jetzt sollten aber mittlerweile hier auch alle reinpassen. Das heißt, die nächsten beiden Tanks werden wir zwar noch gebrauchen können. Obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher. Ob wir die wirklich gebrauchen können. Ich will mal kurz was probieren. Wir haben ja Kerbal Attachment Systems installiert. So, manche Lecks sind dann. Ne, die sind dafür zu groß. Weil manche Sachen kann ich dann zum Beispiel nehmen und kann die woanders platzieren mit dem Kerbal. Aber die Sachen anscheinend nicht. Wäre natürlich schön, dann hätten wir uns mal umbauen können, weil auf zwei so eine Sachen zu stehen, ist nicht so gut. Das heißt, wir werden die beim Rum abspringen, damit wir auf unser Engine stehen können. Weil dann haben wir ein bisschen mehr Fläche, weil die Engine, die ist ja beweglich. So, mal gucken, ob wir schon einen anderen Crew Report machen können. Nee. Reset. Space Near Moon. Anscheinend will er nicht mit Biomes irgendwie hier arbeiten. Crew Report. Weil wir anscheinend noch nicht dicht genug dran sind. Jetzt entfernen wir uns aber eigentlich im Prinzip nur. Gleich haben wir keinen Empfang mehr, weil der Mond da im Weg ist. Und uns läuft die Electric Charge auch weg. Das heißt, die Erde ist gerade hinter dem Planeten. Das heißt, wir können im Prinzip gerade nicht viel machen. Das Einzige, was wir hier machen können, ist uns mal das anzeigen lassen. Okay, unsere Electric Charge läuft erstmal weg. Ist running out, ja, das weiß ich. So, das erstmal ausgestellt. Was frisst hier noch Elektrizität? Das Ding. So. Wir nehmen natürlich noch ein bisschen zu, das verstehe ich nicht ganz. Ich muss erstmal warten, bis wir hier wieder halbwegs in der Sonne liegen. Empfang sollten wir eigentlich gleich wieder bekommen. Da liegen wir schon wieder in der Sonne. Ach, Empfang kriegen wir nicht, weil wir ja auch keine
Dings aktiviert haben. Keine Satellitenschüssel. So, das ist dann. Die können wir wieder anmachen. Und gucken, ob wir jetzt einen Crew Report hinkriegen. Okay, nee. Das heißt, wir werden uns dann mal an den Landevorgang begeben. Ich denke mal, euch zugute werden wir hier mal probieren, im Hellen zu landen. Das heißt, ich werde noch kurz warpen. Gucken, dass die Satellitenschüssel nicht an ist. Nee, die sonst fristet ja nur Strom. Und dann werden wir mal jetzt ansetzen zur Landung. Ah, ich warp noch mal ein bisschen weiter. So. Kurz vorher nochmal Quicksave. So, hierauf will ich eigentlich zielen, dass ich hier irgendwo in der Nähe bin. So, jetzt muss ich anfangen zu bremsen, denn der Mond ist doch schon ziemlich gewaltig und das ist eine ziemlich hohe Geschwindigkeit, die wir haben. Und das bedarf an ein bisschen Zeit, um die wegzukriegen. Also deswegen sollte man, also in letzter Sekunde geht es natürlich nicht mit unserer Engine, die wir haben. Da können wir nicht mal pro Sekunde zack, bumm, alles weg. Aber was wir erstmal machen können, die Dinge absprengen. Keine Ahnung, was gerade kaputt gegangen ist. Und dann können wir nämlich noch ein bisschen bremsen. Sind nämlich jetzt noch ein bisschen leichter, dadurch brennen wir jetzt noch ein bisschen effizienter. Also zwar nicht vom ISP her, aber da wir weniger Masse haben, müssen wir auch weniger schieben. So, im Krater sind wir schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Geschwindigkeit ist auch schon akzeptabel. Wie gesagt, hier beim Mond muss man noch eher aufpassen als beim Minmus, dass man die Geschwindigkeit wirklich rechtzeitig abbremst, denn der Mond ist ziemlich, wie soll man sagen, eine Arschgeige. Ne, so heißt er nicht. Mies drauf, weil seine Gravitation auch höher ist. Und dadurch nimmt die Geschwindigkeit natürlich auch schneller zu. Und ja, dadurch gehen wir natürlich auch schneller dem Erdboden entgegen. Was natürlich nicht so gut ist. So. Bis 100 können wir ungefähr nochmal gehen. Kurz raufgucken. Okay, das Ding zeigt noch nichts an. Weil wir müssen immer so eine Relation haben, wie schnell können wir unsere Geschwindigkeit ändern. Dann können wir nämlich sagen, ob wir gut. Halt, nicht zu weit runter. Also wie schnell können wir unsere Geschwindigkeit ändern? Von wie viel auf wie viel runter? Und dann können wir ungefähr sagen, okay. So, jetzt nimmt das Ding nämlich hier schon schön ab. Das heißt, wir befinden uns jetzt, wenn wir mal gucken, hier steht 4000, wir sind ungefähr bei unter 3000. Das heißt, wir sind ein bisschen auf noch erhöhte Landschaft, nicht bergige, aber erhöhte Landschaft. Da müssen wir aufpassen, dass wir so. Also, ich kann nicht schneller warpen. Aber ich habe Throttle doch aus, also müsste da eigentlich noch dieses andere Warpen geben. Okay, aber auf jeden Fall müssen wir aufpassen. So, ich gehe erstmal wieder runter auf 30. Ganz wichtig ist, dass wir gerade runterkommen, nicht dass wir irgendwie schräg gehen, weil dann hilft uns unsere Engine, die wir da unten haben, nichts, weil dann kippen wir zur Seite einfach um. Aber jetzt sind wir schon bei 500 Metern. War ich ein bisschen zu stark abgebremst, aber zu stark gibt es im Prinzip nicht, außer dass wir ein bisschen Treibstoff verhauen haben. Ich gehe schon mal auf Fine Controls. Weil wir müssen hier wirklich möglichst fein
kontrollieren. Ich gehe noch mal kurz zurück. Na, ich habe fast den Punkt rausgefunden, dass wir. Aber das frisst nur. Das heißt, ich muss noch mal ein bisschen warten. Jetzt müsste ich mir darüber Sorgen machen, dass ich auch gleich richtig stehen bleibe. So, da kommt der Erdboden oder der Mond. Die Mondebene schon ziemlich nah ran. Immer schön mit dem Thrust runtergehen. Kurz mal Schockbremsung. Und probieren. Irgendwie abzubremsen mit das, was wir haben. Es ist natürlich klar, dass unsere Escape-Kapsel, deswegen ist es ja eigentlich ein Lifeboat, die ist natürlich gebaut, dass sie viel mehr ab kann. Muss mal kurz bremsen. So. Sind zwar jetzt nicht perfekt gelandet, aber ich wollte kurz sagen, und zwar geht es darum, erstens hatten wir sehr niedrige Geschwindigkeit und diese Kapseln, deswegen habe ich mich auch danach auf die Kapsel gedreht, also die war hier vorne oben, weil wenn die kaputt geht, ist nicht so schlimm. Die Dinger sind dafür gebaut worden. Ich hätte sie auch inflaten können, aber ist vom Dings ja genauso. Habe ich mich darauf gedreht, weil die sehr hohe, weil es fürs Überleben gedacht ist, dass man sich abkapselt und dann, deswegen können die sehr hohe Schock, nee, wie heißt denn das nicht Schock? Sehr hohe Aufprallgeschwindigkeiten, also relativ hohe, nicht so hohe, abbremsen. Und dadurch haben wir unseren sozusagen als bewegliche Zone, weil es ist ja im Prinzip ein Luftballon, hätte er uns ein bisschen abgefedert, hat er ja auch. Deswegen ist es nicht so dumm, was ich hier gemacht habe, mich einfach mal auf meine Seite, die am meisten ab kann, zu drehen. So, ich muss nur gucken, okay, dass ich noch so in Richtung Sonne liege oder zumindest, dass ich noch welche abkriege. Hier von den Solarzellen her. Okay, das passt. So, wir sind erstmal auf dem Mond gelandet. Das heißt, haben wir auf Minmus überhaupt eine Flagge hinterlassen? Nee. Dumm. Dumm von mir, egal. Nö, machen wir erst im nächsten Part. Du bleibst mal stehen. Also, erstmal speichern. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hoffe, dass euch dieser gefallen hat. Wie gesagt, ich konnte leider nicht eher aufnehmen, aber heute werde ich dann wieder einiges aufnehmen. Also, bis dann. Ciao, ciao.